Ich habe 10.000 Euro in eine Aktie gesteckt, von der ich mir einiges an Rendite erwarte. Um welche Aktie es sich handelt und wie hoch meine Renditeerwartung ist, erfährst du selbstverständlich in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiedt. Wir wollen von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Das tun wir auch. Und an dieser Stelle mal Glückwunsch an alle Aktionäre. Der Untergang des Abendlandes wurde hier in den westlichen Medien vorhergesagt, wenn Trump die Wahl gewinnen sollte. Wir haben aber auch hier eine Bundesregierung, die in Auflösung begriffen ist, also Stichwort Politikversagen, hohe Unsicherheit an allen Ecken und Enden, Krisenmodus angesagt. Und was passiert bei uns? Wir freuen uns über Höchstkurse und große, hohe Renditen. Wenn wir jetzt mal hier auf den Markt gehen, Markt hier, Indexprofile und dann mal angucken, der S&P 500, willkommen auf dem Allzeithoch, 6.000 Punkte mittlerweile fast schwer. Und hier year to date allein zugelegt hier um 26,4%. Ich will auch mal eines jetzt mal sagen, auch deshalb nochmal Glückwunsch. Du gehörst ja, wenn du hier zuschaust oder vielleicht sogar beim Aktienfinder dich inspirieren lässt, wirklich zur Finanzelite hier in Deutschland. Während alle anderen um uns herum oder sehr viele ihr Geld versauern lassen auf dem Girokonto, vielleicht Festgeld oder Tagesgeld oder hier Versicherungsprodukte oder versuchen mit Riester-Rente die Alterslücke zu schließen, investieren wir in Aktien und wir profitieren wirklich von langfristig steigenden Kursen und Dividenden. Insbesondere, hoffe auch, dass deine Depots auf Allzeithoch sind, unter anderem auch nochmal hier gibt. Getrieben vom starken US-Dollar, der hat ja allein hier, seitdem bekannt wurde, dass Trump der nächste US-Präsident wird, fast um 2% gewonnen gegenüber dem Euro. Und was heißt das für uns? Wir investieren ja vermutlich auch du hauptsächlich in US-Aktien. Gucken wir uns das Starterdepot an, hier Echtgeld, Starterdepot. Und da haben wir jetzt 10.000 Euro Kursgewinn, einen Marktwert von fast 50 Euro, nochmal 2.000 Euro an Dividende. Und wenn wir hier mal schauen, Starterdepot nach Branchen, nein, nach Regionen wollte ich machen. Hier haben wir es, nach Regionen. Und dann siehst du USA 75%. Das heißt, wir sind 75% des Marktwerts in USA investiert und profitieren hier direkt vom starken US-Dollar. Und wenn wir jetzt mal ins dicke Dividendendepot zum Beispiel gehen, da haben wir auch um die 10.000 Euro Kursgewinne, weil 46.000 Euro Marktwert, das existiert ja noch nicht so lange, wie das Starterdepot, das existiert seit Anfang letzten Jahres, also noch nicht mal 2 Jahre und haben schon hier 27% Kursgewinn mit auch eingefahren und haben da eine Dividendenrendite letzten 12 Monaten, also aktuelle Dividendenrendite von 3,5%, also das dicke Dividenden, auf unseren Einstandskurs bezogen sogar 4,5%. Und wenn wir hier jetzt mal schauen, da haben wir hier nach Land und Region USA 65%, also etwas weniger am Starterdepot, also immer noch knapp 2/3 Gewichtung und das wird dann halt, bekommen wir auch nochmal einen schönen Push durch den starken Dollar hier. Das heißt, wir freuen uns hier über steigende Kurse und steigende Dividende in der vollen Breite im Prinzip. Sind uns natürlich bewusst, dass es auch wieder in andere Richtungen gehen kann, aber wir denken hier langfristig und in diesem Sinne gehören wir wirklich zu denjenigen, die uns nicht Kirre machen lassen von dem, was da passiert und was da in den Medien quasi alles an schlechter Stimmung verbreitet wird, sondern wir investieren hartnäckig in Qualitätsaktien und du siehst, wie das alles schön Früchte trägt. In meinen Depots, ich habe auch das Firmendepot ist vorgestellt, in den Echtgelddepots hier und hoffentlich auch bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, zumindest wenn du mit dem Aktienfinder deine Aktien aussuchst, sicherlich auch bei dir. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, welche Aktie habe ich gekauft? Und ich hatte ja einige Aktien vorgestellt gehabt, vor allem hier auch im Gesundheitsbereich, hier beispielsweise Dexcom, Novo Nordisk, wo ich vieles Attraktives momentan sehe und gehen wir mal zu Novo Nordisk, das war ja hier die erste Aktie gewesen. Dann blende ich die mal ein. Und dann haben wir hier noch gehabt Dexcom beispielsweise. Und dann hatten wir hier noch, hier ist Dexcom, jawohl. Und dann hatten wir noch IDEX Laboratories. Und du siehst hier, vielleicht nochmal Novo Nordisk so machen, dass die anderen rausfliegen, die ich nicht haben möchte, jawohl.
Du siehst hier, Einkauflimit wurde erreicht. Und wenn ich jetzt auch mal hier reingehe bei den Multiples und mal hier vergleiche, wie IDEX Laboratories, die sind ja auch runtergekommen nach den Quartalszahlen, und dann noch Dexcom, wie die alle so bewertet sind, dann siehst du hier, dass, ich zoome mal ein bisschen näher rein, anhand des KGVs, die günstigste Aktie ist ja Novo Nordisk, IDEX Laboratories immer noch ein 41er KGV, Dexcom auch. Und ich habe mich jetzt tatsächlich entschieden für Novo Nordisk. Novo Nordisk ist sehr schön aufgestellt. Wir haben ja hier mit Diabetes Weltmarktführer und jetzt auch Weltmarktführer im Bereich Abnehmpräparate. Und du siehst hier, mein Kauflimit wurde auch erreicht. Als ich das Video gedreht habe, beziehungsweise aufgenommen bei der letzten Analyse, da waren wir noch bei 820 dänischen Kronen. Jetzt kostet sie 746 dänische Kronen. Ich habe für etwas unter 740 dänische Kronen gekauft. 100 Stück von Novo Nordisk. Und was schöner ist ja jetzt nicht nur, dass die Aktie günstiger geworden ist, sondern wir haben ja hier auch den Earnings-Kalender. Und im Earnings-Kalender siehst du hier Novo Nordisk. Wo sind sie? Novo Nordisk, hier sind sie. Und das war interessant. Die Kursreaktion nachbörslich ist so gewesen, dass die Aktie um fast 10% zugelegt hat. Und hier siehst du Kursreaktion am Ende des Tages an des Schlusskurses von so noch plus 0,6%. Und Earnings per Share wurden die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz ganz leicht verfehlt. Wichtig an der Stelle und warum die Aktie auch erst abging, war, also nachbörslich oder vorbörslich, nachbörslich abging, war das, die Befürchtungen, die der Konkurrent Nummer 1 von Novo Nordisk bei Abnehmpräparaten, nämlich Eli Lilly, die ja in der Vorwoche berichtet hatten. Wo haben wir Eli Lilly? Eli Lilly müsste vorige Kalenderwoche gewesen sein. Ja, hier sind sie. Die Aktie ist ja um 6% nach unten gerauscht, um 6,3%. Haben den Gewinn und den Umsatz verfehlt, die Erwartungen. Warum? Weil der Umsatz insbesondere auch mit Abnehmpräparaten enttäuscht hat. Und die haben ja eins, Zepbound heißt es. Und die Begründung des Managements ist gewesen, nicht, dass sie hätten nicht liefern können, so wie bei Novo Nordisk, sondern der Handel, der Großhandel hat zu viel. Und deshalb muss ja erstmal der Lagerbestand abgebaut werden, das Inventar, bevor wieder nachbestellt wird. Und da denkt man so, okay, das heißt, es muss eine Nachfrageschwäche geben. Denn das bisherige... die bisherige Sichtweise ist das so gewesen, dass man gar nicht genug liefern kann an Abnehmpräparaten. So hoch wäre die Nachfrage. Das hat natürlich dann zu großer Verunsicherung geführt. Und wir werden auch noch sehen, dass bei Novo Nordisk, die liegen ja deutlich unter dem Allzeithoch, wenn wir wieder auf die aktuelle Kalenderwoche gehen, dann wieder Novo Nordisk hier. Und da waren dann große Befürchtungen gewesen, dass das Wachstum insbesondere bei Wegovy, reines Abnehmpräparat, die Erwartungen deutlich verfehlen würde. Und dann kam es aber raus, 80% Wachstum haben wir gehabt. Und die Erwartungen wurden übertroffen. Und Novo Nordisk hat nach wie vor große Probleme, überhaupt die Produktion zu stemmen, um die Nachfrage zu bedienen. Die bedienen jetzt 28 Märkte, aber bei allem nicht alle, die sie bedienen könnten. Dann wieder Catalent übernehmen für 11 Milliarden US-Dollar, hatte ich auch in der letzten Analyse gesagt, um dann mit 3 Fabriken die Produktion noch schneller hochzuziehen. Der Jahresumsatz ist ja gestiegen im Jahr 2021, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, bei Wegovy von 227 Millionen US-Dollar auf mittlerweile 8,3 geschätzt fürs laufende Geschäftsjahr, 8,3 Milliarden US-Dollar. Also 227 auf 8,3 Milliarden US-Dollar. Also wir haben hier keine Probleme und das hat erstmal zu einer großen Erleichterung gesorgt und deshalb sind die Aktienkurse stark gestiegen, bevor dann der CFO gesagt hat, ja, wir schätzen, das Umsatzwachstum im nächsten Geschäftsjahr liegt im hohen 10er-Bereich. Also 10er-Bereich fängt bei 10% an, hört bei 19,9% auf. Und die Analystenerwartungen lagen bei 21% und ein hoher 10er-Bereich 17, 18, 19%. Man war vielleicht auch einfach nur tief gestapelt. Und dann ist die Aktie wieder quasi nach unten gerauscht. Und das sehe ich jetzt tatsächlich als Kaufgelegenheit. Wir haben also hier weniger Unsicherheit als zuvor, aber einen günstigeren Aktienkurs als noch vor kurzem, als ich die Aktie analysiert hatte. Und deshalb habe ich da jetzt entsprechend zugeschlagen. Wir haben im Aktienfinder ja auch schon jetzt die aktuellen Zahlen drin. Was ich jetzt dann auch nochmal zeigen möchte, ist natürlich die Renditeerwartung. Multiples habe ich schon gezeigt.
Wir dürfen natürlich nicht die Multiples nehmen hier vom 10-Jahres-Schnitt mit 26. Wir müssen schon nach oben gehen. Ich hatte im letzten Video dann gezeigt, wie ich das gemacht habe. Wenn man jetzt hier einfach nur guckt, wie hat der Markt die Aktie bewertet, nachdem schon klar war, dass die Abnehmpräparate für einen neuen Umsatzboost sorgen werden. Dann wären das hier 34. Ich habe dann noch ein bisschen tiefer gestapelt im Video. Und das werde ich dann auch hier tun. Wir nehmen auch den bilanzierten Gewinn. Ich hatte mit 31,5 die Aktie bewertet und das mache ich jetzt genauso mit dem KGV von 31,5. Hier legen wir mal einen fairen Wert hoch. Siehst du das hier? Also einen fairen Wert rein. Und jetzt korrigieren wir etwas nach oben auf 31,5, so wie ich es auch getan hatte. Und dann haben wir jetzt eine Renditeerwartung von, also wir haben noch kaum noch eine Unterbewertung, der faire, also eine leichte Unterbewertung noch, der faire Wert basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres liegt bei 710, der Aktienkurs also runtergekommen, liegt jetzt hier bei 745 dänischen Kronen. Wie gesagt, im Video vorher lag er noch bei 820 und die Renditeerwartung wäre jetzt bei 18% im Jahr. Und es ist für mich sexy, das ist das, was ich jetzt auch so erwarten würde. Aber wenn ich jetzt die Position behalte über die nächsten Jahre, was ich auch vorhabe, dann gehe ich ebenfalls aus wie der CFO von hohen Zehnerwachstum. Ja. Das ist ein komisches deutsches Wort, aber okay. Also 18% Renditeerwartung habe ich an Novo Nordisk, deshalb habe ich mir die Aktie reingeholt ins Depot, ins Firmendepot. Wenn die Aktie jetzt auch noch weiter korrigieren sollte, beispielsweise hier dann auf 700 oder ja, sagen wir mal 700 dänische Kronen, vielleicht noch weiter runter, bei dem Beispiel 666 Kronen, dann würde natürlich die Renditeerwartung entsprechend noch höher sein. Dann würde ich auch nochmal nachkaufen. Ich kaufe ja in Tranchen sehr gerne, das wiederhole ich auch gerne, um dann eben entsprechend ein bisschen konservativer unterwegs zu sein und bei Schwäche nochmal nachzukaufen. Okay, das war jetzt mein Kauf, mein letzter Kauf ins Firmendepot gegen Novo Nordisk, 100 Stück, zu ungefähr ja, 10.000 Euro insgesamt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Du weißt jetzt Bescheid. Klopfen wir uns mal auf die Schulter als Aktionäre, dass wir einfach hier cool bleiben und weiterhin von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.